Hallo zusammen, ich habe hier eine Dometic-Kühlbox, eine CB40 oder 040. Und das ist eine Einbaukühlbox. Also wenn wir die hier ablegen und dann von oben her anschauen, die hat hier einen Einbaudeckel, den kann man also unter einem bestehenden Deckel montieren. Also oben keinen fertigen Abschluss, da muss irgendwas drüber. Aber sonst Deckeldichtung, alles okay. Ich habe hier einen Korb drin, also das ist jetzt von oben und hier einen mechanischen, einfachen Thermostat. Keine was Spezielles. Den Korb kann ich rausnehmen und ich kann ...1,5 Liter Flaschen, aber mit dem Korb natürlich dann nicht. Im Korb drin geht es nicht, aber hier kann ich 1,5 Liter Flaschen stehend reinstellen. Zur Technik, wir haben hier einen Kühlaggregat, wir haben auch noch ein bisschen Reserveleitung dran. Also man kann das Kühlaggregat auch noch ein bisschen schieben. Es ist ein statischer Kondensator, also wir haben keinen Lüfter, sondern wir geben die Wärme über diesen Drahtrohrverflüssiger ab. Also die ganze Fläche ist hier als Wärmeabgabe. Die Abgabe wird also hier beim Kompressor erledigt. Es ist ein Standardkompressor BD35K drin. K heißt R600A, also ein brennbares Kältemittel. Keine Angst davor, das ist normal, also jeder, der ein Feuerzeug in der Hosentasche hat oder zwei, hat etwa gleich viel brennbares Gas in der Hosentasche, wie hier im Kühlsystem drin ist. Standard 12 Volt, die Steuerung ist eine 101N0650, das ist auch Standard, es gäbe die 101N0212. Die ist ein bisschen günstiger, aber die Steuerung hier hat eine UL-Zulassung, also von dem her, und man nimmt heute, was man kriegt, liefertechnisch. Sekob liefert lieber die, weder die andere, obwohl nach mir einfach fast die gleiche Steuerung ist. Ja, sonst zu dem Gerät, hier ist eine Warnung, dass man hier nicht reinbohren kann, weil innen drin ist der Verdampfer. Also berohrt, das heißt, wir haben eine Wand, außen ist dieses Blech, dann ist eine Isolation und dann kommt der Verdampfer, also ein Rohr, was Kältemittel führt. Und wenn ich hier reinbohre und Glück habe, treffe ich so ein Rohr. Also da, hier das Rohr treffen ist besser als Lotto gewinnen, Lotto spielen meine ich. Ja, sonst kann ich über diese Kühlbox nichts sagen mit 1000... Mit einem nicht fertigen Deckel, relativ heftig der Preis. Wir sehen hier das Tippenschild von der Box, also ist nicht speziell hergestellt in Ungarn. Früher wurden die Teile in Italien zusammengenagelt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Doch, was ich dazu sagen kann, ist, wir haben solch eine Box gekriegt, etwa 20 Jahre alt. Der Kunde sagt, das passt genau rein. Und ich sage, am besten wieder die gleiche Box, einfach ein neues Modell, aber die passt genau rein, weil es ist genau gleich wie das Vorgängermodell, also im Prinzip das gleiche. Da war ein Leck im Kühlsystem, im Schaum drin. Und jetzt besorgen wir dem Kunden hier eine neue. Wir müssen noch eine Änderung anpassen, weil er will hier das Aggregat extern und so weiter. Reparaturen von Dometic-Kühlschränken machen wir während der Winterzeit. Also wenn ihr einen Dometic-Kühlschrank habt zur Reparatur, meldet euch noch bevor die Sommerzeit anfängt, weil nachher lehnen wir das ab, weil wir haben genügend Arbeit mit den Reparaturen an den eigenen Geräten. Weil wir liefern seit 50 Jahren Geräte, also da sind auch Geräte, die mittlerweile ins Alter gekommen sind, also nicht, dass sie schlecht sind, dass wir nur noch eigene Geräte reparieren müssen. Ich verlinke euch hier eine Einbaubox von uns
und ich wünsche euch einen schönen Tag.